Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dino Crisis 2. Hängebrücke. Na, zeig ich mal her. Okay, die sind einfach abgehauen. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Cool. Allosaurus. Bedeutung, seltsame Eidechse. Natürlich eine Eidechse. Kriege nicht mal mit 60 Dresden Bonus oder Mäuschen. Was? Dann hast du aber nicht das Glück gepachtet, so wie ich es gepachtet habe. So, eine Länge von 8,5 Metern, eine Höhe von 3 Meter. Auch höher als Männchen. Beobachtungsbericht. Jeder, der auf diese mächtigen Dinosaurier trifft, ist überwältigt. Sie sind über 8 Meter groß und können mit Leichtigkeit über Hindernisse bis zu 2 Metern springen. Keine Beute entkommt ihnen. Dieser Dinosaurier wird dir eine Menge Angst einjagen. Ihre Beute beschränkt sich nicht nur auf Pflanzenfresser, sie fressen auch kleine Fleischfresser. Du solltest dich vor dem Allosaurus in Gegenden in Acht nehmen, wo es Raptoren gibt. Der Allosaurus ist auch bei der Jagd in Herden beobachtet worden. Wir gehen davon aus, dass es viele davon gibt. Kampfhinweise. Sie positionieren sich immer so, dass sie den Angreifer anschauen. Wahrscheinlich, weil ihr Kopf so stark gepanzert ist. Ein Schuss auf den Kopf ist ineffektiv und verletzt sie kaum. Es ist schlauer, sich auf ihre Seite zu bringen und seitlich in den Bauch zu zielen. Sie sind jedoch sehr schnell und es wird schwierig sein, sie seitlich zu erwischen. Falls dies nicht möglich ist, benötigst du eine Waffe mit hoher Feuerkraft. Mike, pack doch mal die Goldwaage weg. Mensch. Aber sind zwei Tiere schon eine Herde oder nur eine Gruppe? Ab wann zählt... Ab wie viele Tieren zählt denn eine Herde? Das muss man sich mal fragen. Es ist ein Wassertank. Er scheint leer zu sein. Hat wohl nicht geregnet in den letzten Tagen. Oh, unter mir ist der T-Rex. Ja, hallo. Okay, wir werden dann wahrscheinlich nicht nochmal zurückrennen. Können wir beim anderen Speicherpunkt unser Magazin erhöhen. Südroute. Wir sind jetzt da unten. Okay. Also im Prinzip Schlauchlevel. Und dann gucken wir mal, wie gut wir jetzt hier gegen die Dinos ankommen. Alter, die ist ja richtig flink, die Waffe. Komm. Nee, war scheiße mit dem Raptorwechsel.
den da drüben. Danke. Jetzt den da. Danke. Bei einer Herde handelt es sich um einen mehr oder weniger einheitlichen koordinierten Sozialverband von weniger als 10 bis einigen tausend Individuen. Von weniger als 10. Also auch 2, oder was? Was ist denn das für eine Definition? Weniger als 10. Also die Waffe ist echt schnell. Piu, 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 macht die. Braucht nur so 2 Schuss. Ist eigentlich okay, muss ich sagen. Jo, damit können wir uns auf jeden Fall einmal so ein Magazin-Upgrade holen. Finde ich sehr gut. War doch gerade am Drücken. Mann, ey. Hallo. Ecke, Heilung. Nur mal große. Je nach Tierart Unterschied. Okay. Also so ausführlich wollte ich das jetzt eigentlich nicht wissen. Aber trotzdem danke fürs Kopieren. Es ist halt eine Action geben, ne? Hallo, wechseln! Mann, ich drück da nicht umsonst L1. Ah. Was ist das? Reach Research Facility. Eigentlich müsste ich mal zum Speicher, oder? Nein, falsche Taste. Wir gucken, ob das auch geht. Ach, guck mal, es geht auch. Okay. Wenn man schnell drehen muss. Ah.
Das geht auch. Dun, 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 dun. Yay, 3190 Punkte. Aber 6 ist eigentlich so das Minimum, oder? Wenn ich das so rausgelesen habe. Man könnte also sagen, eine Herde besteht ab 6 Tieren. What? Spring weg. Sehr gut. Oh, jetzt ist dieser Tiger, was man nur von der Seite irgendwie angreifen darf. Okay. Du sollst hier hoch. Forschungseinrichtung hinten. Kann ich hier speichern? Jeez. Auf der anderen Seite der Brücke liegt ein Dschungel. Hinter dem Dschungel befindet sich eine Art Raketensilo. Aber eigentlich wollte ich das Helfding da einpacken, aber ist okay. Guck dir ruhig erstmal das komische Silo da drüben an. Hinter dir, Mädel. Hinter dir. Nichts Falsches drücken. Dann benutzen wir wieder 2, obwohl ich nur 1 nehmen will. Ja, meine Fresse, mit diesem Umdrehen ist ja richtig schock. Mit dem Umdrehen ist ja richtig Schrott, ey. Immerhin haben wir einen Safe Point. Giftpflanzenverbrennung. Jüngsten Berichten zufolge hat sich in Dschungelbereichen in der Nähe der Einrichtung ein plötzlicher Ausbruch einer giftigen Pflanze namens PP-34 ereignet.
Die Pflanze mit einem Durchmesser von ca. 80 cm gibt giftige Sporen ab. Ein Mitglied unseres Teams ist die Sporen eingeatmet hatte, ist bewusstlos und in kritischem Zustand. An das Team, das die medizinischen Pflanzen sammelt, stellt das Sammeln von Pflanzen vorübergehend ein und schickt ein Team los, um die giftigen Pflanzen zu vernichten. Benutzt Flammenwerfer und brennt sie nieder. Dies ist ein Notfall. Denkt beim Bekämpfen der Pflanzen unbedingt an einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Hans, bitte Flammenwerfer. So, 400 Schuss. Meinst du, es reicht? So, was hatten die hier so? Also, die hätte theoretisch ein Flammenwerfer, zweihändig, Hauptwaffe. Und ein Feuerwall, einhändig, Zweitwaffe. Okay. So, wir haben ein kleines und mit immer Reanimation. Vielleicht sollte ich ein paar Mal sterben. Da haben wir auch wieder ein bisschen. Also das Miep-Pet, das macht voll. Aber heilt halt keine. Keine Blutung, ne? Dann werde ich nochmal so ein kleines mitnehmen. So, mal speichern, Leute. Dass jetzt hier Dreieck zurück ist, ey. Hier liegen lauter Dinge zur Belustigung. Magazine, Spiele und Proteinflaschen. Ja, Proteinflaschen sind ja auch super lustig. Auf dem ganzen Tisch liegt eine Staubschicht. Ja, aber wie fett ist denn die Staubschicht? Ein Monat? 3 Jahre? Also wie dick ist denn die Staubschicht? Auf dem Whiteboard steht ein Hinweis. Computer für die Datenspeicherung des Experiments treffen in der kommenden Woche aus der Militäreinrichtung ein. Alle Mitglieder des Experimentteams sollten Leutnant Wolf kontaktieren. Haben sie es gemacht? Eine schwere Jacke hängt hier. Auf ihr liegt eine dicke Staubschicht. Scheinbar braucht man in dieser Welt keine Jacken. Die persönlichen Dinge der Wachleute werden hier aufbewahrt. Die Kartons sind durch die Feuchtigkeit der Luft schon ganz weich geworden. Es ist ein kompakter Server zur Datenkontrolle. Er muss durch die Feuchtigkeit im abgeschlossenen Raum zerstört worden sein. Es liegen viele Reparaturgegenstände neben der Werkzeugkiste. Die Datenkarten der Forschung. Ja, die Datenkarten der Forschungsteams wurden sorgfältig archiviert. Okay.
Es ist ein Terminal, mit dem alle Überwachungskameras der Gegend kontrolliert werden können. Er funktioniert ja nicht mehr, ne? Die täglichen Berichte der Sicherheitskräfte liegen überall verteilt. Aus ihnen geht hervor, dass eine Zeit nach dem Eintreffen in dieser Welt keine Dinosaurier gesichtet wurden. Vor ein paar Jahren entdeckte man dann die ersten kleineren Saurier in der näheren Umgebung. Es scheint, als hätten dann die Experimente abgenommen. Über derselbe Text? Okay. Dann über derselbe Text zu sein. Hier gibt es aber auch keine Plugs mehr, ne? Also Zündkerzen. Okay, wir haben jetzt 600 Schuss, ne? Damit können wir noch ein bisschen was machen, oder? Jetzt muss ich ihn noch treffen. Das ist ja das Schwierige. Das Treffen. Die Mädels schon wieder. Tja, was machst du nun? Ja, lässt sie sich helfen von uns. Jetzt will sie uns umbringen und dann lässt sie sich helfen. Nimm doch mal den blöden Helm ab. Wer bist du? Sicherheitskontrollraum. Sag mal, müssen wir nicht eigentlich noch hier den Dylan retten? So, jetzt machen wir die erstmal da fest, ne? Gute Idee. Listen, young lady. I don't want to do this to you, but you've left me no other choice. Na, Bock auf einen Elektroschock? Funktioniert nicht. Ja, schafft sie ganz gut, ne? Die Befreiung. Können wir dir irgendwas kaufen? Nee, ne? Aber wir können nochmal speichern. Dann müssen wir uns die Katze nicht nochmal reinziehen. Ja, ja, erst umbringen wollen, ne? Und dann so. Ja, ja, ja. Immer dasselbe. Mal sterben als Händen. Trotzdem als Counter gezählt. Nice.
Immer Rinder in die Fresse. 1200. Über 1000 Punkte. Also im Hochklettern ist sie ja echt flink, ne? Muss man ja wirklich sagen. Das ist eine überdimensionale Ventilationssystem. Ein Dinosaurier in der Größe des T-Rex muss es beschädigt haben. Es muss eine Art Gastank gewesen sein. Er ist bereits leer. So, wie viel haben wir gemacht insgesamt? 2,8? Das wäre mehr gewesen. Ne? Wo sind wir jetzt? Der hier oben? Shit. Ja, wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Objektheilung. Nehmen wir mal das Kleine. Und was gegen Blutung, ne? Points. So nämlich. Da liegt er. Der Noob, ey. Das gab Zaster, meine Freunde. Schöner Bonus. 5720 Punkte haben wir gerade gekriegt. Nice. Dum-dum-dum-dum. Ja. Oh, was haben wir geschafft? Mehr Crits bitte, ja. Ja, noch ein bisschen. Ich muss auch gar nicht so auf die
Munition hat, oder? Etwa 3 Schuss rausballern. Wird ja wohl klappen. Elber Combo, nice. Ja, über weg. Danke. Dun, 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 dun. Anything clear? Ish. Dun, 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 dun. Sieht aus wie ein sehr altes Schild. Militäreinrichtung geradeaus. Raketensilo. Mhm. Links, rechts. Hm. Diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanzen zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Muss ich mir so ein haben wir verholen oder was? Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich jetzt den Flammenwerfer holen, oder? Dieses Gebiet ist von den Sporen der giftigen Pflanze verseucht. Das Einatmen ist lebensgefährlich. Okay. Wir brauchen den Flammenwerfer. Deswegen spawnen die hier wahrscheinlich auch immer wieder neu, wa? Was ist denn eine Scheiße? Hallo? Hallo? Auf. Schau mal, den Combo-Timer ein bisschen länger machen kann. Ich finde, der ist ein bisschen zu kurz. Darf ich mal wieder raus? Wer seid ihr denn? Aufstehen. Hochklettern. Wer hat's gemacht? Der Sepp hat's gemacht. Ist gut, lass mich los. Ja,
Ja, wir bluten noch. Okay, wir müssen raus. Wir bluten! Ich brauche Hämostat. Und zwar ganz schnell. Ganz schnell. Ja, geht's. Oh, Scheiße. Hallo. Hier runter. Weiter, weiter, weiter. Dann hier rein. Keine Zeit hier, um zu fighten. Wir sind ja am Verbluten und haben keine Heilung, nix. Weiter, weiter, weiter. Render, los. Shop. Heilung. So, einmal Hämostat. Noch ein zweites Mal. So, was brauchen wir noch? Und zweimal Medi, würde ich sagen. Waffen. Doppel-MP. Für 12.000 Points. Wow. Flammenwerfer kaufen. Feuert. Okay. Doppel-MP. Leichte MP, zwei gleichzeitig. Feuern beim Laufen, kleines Kaliber. Hat auch nur 20 Schaden, ne? Ist nicht so nice. Munition. Magazin. Was kosten hier so ein 200er Punkte Magazin? Kostet 14.000. Alter, ist das so krass, der Flammenwerfer? Gut, dann laden wir erstmal nach. Haben wir erstmal wieder 600 Schuss. 14.000. Mike erhöht sein Glück von 275 auf 290. GZ, Mike. Heilung. Ja, warte mal, hole ich mir noch eine kleine Heilung, dann kann ich mich noch mal voll machen. Ne? Na klar, bringt das was. Jeder Punkt bringt was. Du mir glaubst oder nicht, aber jeder Glückspunkt bringt was. Also nicht jeder Zehnte, nicht jeder Fünfzigste, sondern jeder bringt was. Weil es gibt ja genug andere Sachen, ne, wo denn nur jeder zweite Punkt irgendwie zählt oder jeder zehnte Punkt irgendwie nur zählt oder so. Nee. Bei mir zählt jeder Glückspunkt und nicht nur jeder Zehnte oder sowas. Also jeder Punkt ist wichtig. So, dann wollen wir uns mal die Waffe angucken hier, oder? Feuert lange Flammen ab, die auch Pflanzen verbrennen können. Ja, das ist ein super Hinweis. Jeder Punkt. Nee, ist aber wirklich so. Jeder Glückspunkt wird in die Formel mit einberechnet und nicht jeder Zehnte oder jeder Fünfte oder jeder Fünfte, sondern wirklich jeder Punkt. Also macht einen Unterschied, ob du 290 hast oder 291. Das macht wirklich einen Unterschied. Los, aufstehen.
Aufstehen. So, dann zeig ich mal hier. So, ist ein bisschen langsamer, ne? Okay, einen Punkt haben wir schon mal verschwendet und haben nichts getroffen. Hallo, drehen! Okay. Ist ja wie ein Panzer hier, ey. Ja, okay. Also ich muss sagen, den Flammenwerfer finde ich jetzt so nicht geil. Für die Pflanzen ist er bestimmt cool, aber jetzt hier zum Fighten finde ich den ehrlich gesagt nicht so cool. So, ich würde das jetzt auch mal auslaufen lassen, weil ich gerne wissen möchte, wie so eine Reanimation denn funktioniert. Meine Fresse, können die sich nicht mal einigen? Von wegen Kreis ist raus, Dreieck ist Menü. Können die sich da nicht mal einigen drauf? Warum sterbe ich nicht? Die machen gar keinen Schaden, ne? Die fliegen. Und mit Blutung kann ich auch nicht sterben. Okay, gut zu wissen. Ich ändere gleich die Tasten, ne? So dass, weiß ich nicht, Dreieck Select ist und so weiter. So, ja, ja, einatmen ist lebensgefährlich. Habe ich schon mitbekommen. Aber ich habe ja hier. Ich habe ja hier einen richtig geilen Flammenwerfer. Combo. Nördliche Giftzone. Dieses Gebiet ist. Ja. Ach, guck mal, da hinten war Iz. Das ist ja praktisch. Und hier kommen wir auch einfach nur weiter, ne? Da oben muss ich hochklettern. Okay. So, Nummer 1. Oh, eine gute Reichweite, ne? Eigentlich. Ah, ich muss gar nicht hoch, ich muss runter. Nochmal 4000 Punkte. Ja, da haben wir ja den Flammenwerfer jetzt locker wieder drin, wa? Die Tür wurde aufgeschlossen. Nice. So, dann gehen wir erstmal wieder auf die Pistole. Ja, wenn wir uns jetzt die Uzis leisten können, würde ich tatsächlich sogar die Uzis kaufen. Was haltet ihr davon?
Ja, 16.000. Gönnen wir uns. Munition, Kapazität, Magazina. 2000 Schuss für 18.000 Punkte. 6, 12, 18. Dann kommen wir nur auf 1500 Schuss. 16.000 für 1500 Schuss. 20.000 für 2000 Schuss. Ja, also sind natürlich die 2000 mit 18.000 Punkten am günstigsten. Ne? Aber es wäre schon nice, ey. 3000 Schuss, das wäre schon echt der Hammer. Deine Werkzeuge. Also, wir speichern nochmal. Passt ja nicht. Hier braucht man keine Farbbänder oder sowas. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ob diese Giftpflanzen wieder da sind. Das wäre ja richtig nice, wenn die nochmal da wären. Dann kannst du hier richtig abfarmen, Alter. Ah, ne, guck mal. Keine Giftpflanzen. Kommt schon. Der da noch lebt. Er wollte gerade ansetzen, ne? Schön weggecountert. Schön reingelaufen, sehr gut. Und stehen wir wieder auf. Ach, da war noch einer. Nee, dann sind ja hier auch die ganzen Giftdinger nicht mehr da, ne? Wie viel habe ich denn jetzt? 6.000. Was braucht man für so ein Upgrade? 16.000 war das, ne? Na, jetzt haben wir hier die Uzis gekauft und gar nicht benutzt, ne? Ja, der Schaden ist wirklich nicht geil. Okay, ich dachte, ich wurde gerade umgestoßen. Haben wir hier wieder Button gemasht. Ja, der Schaden ist jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Das Gute ist, dass die so ein bisschen automatisch mit den Waffen zielt. Komm mir gerade so ein bisschen vor wie hier Lara Croft, ey. Gab's nicht in ihrem ersten Spiel auch irgendwie Dinosaurier? Und Wölfe und
Danga. Haben wir denn mal mit dem Danga? Die Leiter führt in das Giftgasgebiet. Um die Leiter hinabzusteigen, benötigst du eine Gasmaske. Das haben wir nicht. War in der Grundausrüstung leider nicht mit dabei. Ja, wollen wir mal gucken, wie teuer denn so eine Mumpel ist, war dafür. Ach, wir haben ja hier noch eine Zone. Big Sigh. Ich drücke L. Dann nicht. Leck mich am Arsch. Wo ballerst du denn immer hin? Immer so eine Lebensanzeige irgendwie, damit ich weiß, wie viel Leben wir haben. Alter, der war mitten im Angriff. Ich krieg keinen Konter. Frisch. Tomb Raider, Lara Croft, let's go! In der Combo 2800 Punkte, also die richtig fetten Points, die gehen erst so ab in Combo 12 oder so was los. Ne? Alles, was unter Combo 12 ist, ist gibt ja kaum Punkte. Gut zu wissen. Points. Ganz wenig Leben, aber das ist ja normal. Die hat der hier tausendmal getroffen. Dann holen wir uns erstmal wieder ein bisschen was, ne? So, Shop. Erstmal gucken, ob wir ein Magazin kaufen können. Guck mal, wie knapp wir sind, ne? Eigentlich müsste ich noch einmal rausrennen. So schön 4000 Points sammeln. Das wäre schon nice, ey. Na gut, nachladen. Was kostet denn? Ach, guck mal. 2 Points nur. So ein Schuss. Das ist ja gar nichts, ey. Aber ich glaube, das Spiel ist wirklich so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man auch so ein bisschen farmen tut, ne? Muss ich da so mal eine halbe Stunde ans Bein binden, immer so.
Warte, ich wollte noch Heilung kaufen, verdammt. Heilung. Einmal so ein Hämostat. Und zweimal mit. Und ein Client für jetzt. Und schon sind wir knapp bei Kasse. 10.000 nur. 14.000 ausgegeben, ey? Holy shit. Warte mal, wir sind noch voll. Größeres Magazin, so 2000 Schuss mehr, klingt nicht schlecht, finde ich. Oh, guck mal. Kein Respawn. Oh, man kann also nicht unendlich farmen. Oh. Man kann nicht unendlich farmen. Okay, gut zu wissen. Kombo. Ja, komm, wir brauchen 12er oder mehr. Let's go. Schade, ist wieder resettet worden. Verdammt. Und schönen hohen Kombo haben können jetzt. Was war denn hier hinten nochmal? Kein Schaden, 6000 Points. Oh. Oh. Das verändert ja alles. Wenn man keinen Schaden kriegt, kriegt man nochmal 6000 Points extra. Aber nur wenn man alle getötet hat, wahrscheinlich, ne? Das ist ja richtig nice. Wo müssen wir eigentlich hin? Militäreinrichtung, ne? Military Facility brauchen wir. Die ist da links oben. Oh, da sind wir natürlich ganz komplett falsch gelaufen wieder. Das ist die zerstörte Brücke, okay. Da ist das Kind. Kleine Blonde. Das ist unser Schiff. Mit dem Zeittor. Okay, dann gucke ich nochmal, ob hier noch ein paar Gegner sind. Also einen hohen Combo haben. Und am besten nicht getroffen werden, okay. Weil allein dieses nicht getroffen werden, die 6000 Points, die sind ja schon... So, die darf man nicht unterschätzen. Kannst du noch so einen hohen
Combo haben. Das ist egal, oder? Ich meine, allein die 6000, die sind ja schon. Ja, schon Gold wert. Ja, sag mal, wie viele sind denn hier noch? Hört ja nicht mehr auf, ey. Nein, du Wichser! Verschissener Wichser, ey. Ey, wie es waren jetzt die letzten beiden, Alter. Dann flipp ich aus, ja. Nein, sag jetzt nicht, es waren die letzten beiden, Alter. Ich krieg Krebs, ey. Fick dich, ey. Die letzten beiden Dinos, Alter. Und der eine hittet mich. Es ist von Gott. Mann, ich hätte 9000 Punkte haben können, fast 10.000, ey. Ist gut. Ja, man kann nicht unendlich farmen. Das ist halt. Da muss man aufpassen. Good to know, good to know. Na gut, holen wir uns mal eine Magazinvergrößerung. Haben wir uns verdient. Und zwar für die hier würde ich erstmal nehmen. Anwerfer. Ich weiß nicht, ist nicht so. So, 3000 Schuss, Leute. 3000. Insgesamt habe ich jetzt 3900 Schuss mit. 3000 für meine Uzis. 300 für den Flammenwerfer und 600 für die Pistole. Wird da wohl reichen bis Ende des Spiels, oder? Oh, Cutscene. Die schon wieder. Ja, mal haben gerade drei Leute geschossen, aber wir haben nur zwei gesehen. Was ist das denn?
Wo seid ihr? Dass wir einfach durchrennen können. Dum, 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 dum. So, Militäreinrichtung 2. Wie weit sind wir jetzt? Wir sind kurz davor. Sehr gut. Ich höre, was dick ist. Oh. Cool. Triceratops oder so, wie die heißen, ne? Triceratops. Teratop. Cool. Das sind friedliche Dinosaurier, ne? Also, solange du nicht in ihr Revier gehst oder so, sind die bestimmt ganz friedlich. So. Und der scheiß Gegner. Wichser. Ja, du darfst sterben. Ich treffe die ganze Zeit dich da oben, ne? Der macht. Du darfst sterben. Let's go. Wahrscheinlich in der Reichweite, ne? Dass ich die da oben nicht treffe. Oh, ein Counter. Ein großer Baum, auf den der T-Rex getreten ist. Er ist so groß, dass ein Mensch nicht rübersteigen kann. Ja, dann steig doch einfach nicht rüber, sondern kletter rüber. Was hältst du davon? Wäre doch eine Idee, oder? Klettern? Schon mal was davon gehört? Kann ich den Panzer hier nehmen? Oder ist der unbrauchbar? Ob der so unbrauchbar? Muss ich hier lang? Wenn wir gleich sehen. Max Combo 3, 3300 Punkte. Das ist okay.
Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Schade. Nimm mal Axt. Typisches Frauenklischee. Keine Anwesenden mit gemeint. Nur die Spielfigur. Aber wir haben noch so ein schönes Messer. Guck mal, kann ich gar nicht zeigen. Achso, weil das beidhändig ist. Sehr fies. Kein Schaden, 2000 Points. Ach, das ist auch noch unterschiedlich. Je nachdem, wie viele Gegner da waren, wa? Man muss hier wirklich dann die Waffe wechseln, oder wie? Ist ja frech. Heilung. Nehmen wir mal so ein kleines. Aber wir haben so ein kleines, was ist denn das? Hast du vielleicht schon gesehen, so ein Laserdolch oder sowas? Ja, wir haben mehr als 1200 Punkte bekommen. Werkzeuge haben wir nicht. Dann nochmal speichern. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Das Amen, nenne ich das jetzt mal. Das lohnt sich. Ja, mal die Frage ist. Wenn wir jetzt hier sind, ne, was ist denn da hinten eigentlich? Das ist nur so ein einfacher Raum, ne? Wir müssen zwar da oben hin zu Dylan, aber was ist denn hier hinten eigentlich? Problem ist, wir müssen jetzt die Waffe wechseln, ne? Damit wir das Messerchen benutzen dürfen, weil auf Kreis haben wir gerade gar nicht. Das heißt, ich muss die Hauptwaffe wechseln auf die Pistole. Jetzt habe ich wieder eine Zweitwaffe. Und das ist ein Elektroschocker. Warum der so heißt, weiß ich nicht. Aber es sieht aus wie so eine Laserwaffe. So ein Dolch. Schwert. Rotschwert. Irgendwie so weit. Warum das Elektroschocker heißt, keine Ahnung. Die hätten es so machen müssen, dass wenn man nicht im Kampf ist, so wie jetzt, dass man die Elektroschocker-Waffe trotzdem benutzen kann. Ne? Und sobald du im Kampf bist, kannst du die nicht mehr benutzen, weil ne? Du hast ja halt links und rechts eine andere Waffe in der Hand. Weil so musst du jetzt ständig immer hin und her wechseln, die Waffen. Der Status des Sicherheitssystems in der Einrichtung wird auf einem großen Bildschirm angezeigt. Die meisten Kabel sind defekt. Es scheint nicht normal zu funktionieren. Aber das ist so eine Karte. Nimm doch mal die Karte vielleicht. Es ist ein Supercomputer, der die Sicherheitsprogramme steuert. Steuerte vielleicht eher, aber. Es ist ein System, das alle Schlüssel verwaltet. Es kann nur ein Schlüssel auf einmal von diesem System entfernt werden. Hier haben wir eine CD. Schlüsselaufbewahrung zur Kenntnisnahme. Alle Schlüssel der Einrichtungen
werden in diesem Kontrollraum aufbewahrt. Die Farben der Schlüssel Terminals entsprechen den Farben der Schlüssel. Wenn die Farben des Schlüssels und des Terminals übereinstimmen, wird das Sicherheitsschloss geöffnet. Aus Sicherheitsgründen kann nur jeweils ein Schlüssel ausgegeben werden. Die elektronischen Schlüssel werden jede Woche neu programmiert. Bring den Schlüssel aus diesem Grund nach dem Gebrauch in das Schlüsselkontrollsystem zurück. Jede Woche. Ein Haufen Reporter und Aufzeichnungen. Das meiste davon scheint reine Berichte von Schäden zu sein, die durch die Dinosaurier angerichtet wurden. In einem der Berichte wird ein Vernichtungsplan der Dinosaurier in der Umgebung erwähnt. Dem Bericht zufolge endet der Plan in einem Desaster. Der Leiter dieses Raumes wird dann wohl hier sitzen. Hier sind viele Terminals installiert, vielleicht werden sie benutzt, um Berichte von den anderen Einrichtungen zu bekommen. Dokumente sind verstreut. Nach den Statistiken hat sich die Anzahl der Soldaten innerhalb eines Jahres um 2/3 verringert. Wir haben auf jeden Fall viel Manpower verloren, so wie es aussieht. Okay, wir müssen den Schlüssel jetzt dann erstmal zurückbringen. Und dann brauchte er den roten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Oh, ich kann hier gegen zwei gleichzeitig fighten. Man schon wieder tot, ey. Wieder die letzten beiden, ne? Meine Fresse. Das ist der Schlüssel, den Dylan rausgeworfen hat. Du hast Schlüssel. Ja, ich hab Schlüssel. Come on, stop playing around. Hier. Objekte. Schlüssel. Benutzen. Nichts passiert. Dieser Schlüssel passt nicht in das Terminal. Gelb, rot und blau. Was haben wir denn gerade bekommen? Grün oder was? Aber rot war ja auch falsch. Wenn wir gleich sehen, ne? Nur noch 5. Okay. Aber 2000 Punkte extra, sehr schön. Ja, haben oder nicht haben, ne? So, wir brauchen, was war das jetzt? Blau, ne? Und was haben wir für einen Schlüssel? Haben wir nicht blau?
Ne, wir haben grün, tatsächlich. Objekt Schlüssel benutzen. So, es ist ein System, das alle Schlüssel verwaltet. Alle Schlüssel befinden sich an ihrem Platz. Möchtest du den Systemknopf drücken? Ja. Welche Farbe drückst du? Rot, gelb, grün oder blau? Oder grau oder was ist lüll? Ja, nehmen wir natürlich blau. Ne? Wir brauchen jetzt blau. Du hast Schlüssel. Sieht das auch nicht viel anders aus, ne? Oh, kein Respawn mehr. Okay. Starke zweite Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.